Ja, und ich habe mit mir geredet und bin davon abgekommen, dass ich eigentlich, genau, im Immerath erwähnt habe, ein Dorf, was nicht mehr sichtbar ist, mittlerweile komplett zerstört. Und ein Mensch, der dort einst gelebt hat und dieses Dorf ganz gut kennt und dort nicht mehr hingehen kann und halt, ja, ihren Enkelkindern es nie wieder zeigen kann, wo sie herkommt. Ja, hallo. Die meisten von euch kennen mich ja schon. Ich bin die Petra und ich bin aus Alt-Immerath. Ich habe da meine Kindheit und meine Jugend verbracht und habe da knapp 25 Jahre gewohnt. Immerath war da. So da. Ja, und jetzt ist es weg. Im November ist der letzte Landwirt aus Immerath, der da noch gewohnt hat, ausgezogen. Und danach hat es keine zwei Wochen gedauert. Da war der Hof platt, die beiden nebenstehenden Häuser platt, alle Bäume und Büsche platt. Und jetzt steht in Immerath nichts mehr. Und ja, es wird ja uns, also es fällt mir zunehmend schwerer, darüber zu sprechen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch ein paar Wochen nicht gemacht, weil es mich emotional sehr mitnimmt. Es ist ein unglaublich komisches Gefühl, ein Ort, wo man 25 Jahre gewohnt hat, einfach nicht mehr begehen zu können, nie wieder dorthin zu gehen, weil er einfach nicht mehr existent ist, weil da jetzt einfach gar nichts mehr ist. Da ist jetzt eine Brache und in ein paar Wochen oder Monaten ist da einfach nur noch ein gigantisches Nichts. Das Nichts. Das kann ich mit Worten nur sehr schwer beschreiben, wie das ist, wenn einfach das Zuhause in einem Nichts verschwindet. Und ich habe persönlich sehr große Angst davor, wie es mir ganz persönlich auch geht, wenn das mit Lützerath auch passiert. Ich laufe jetzt schon immer hier durch, gucke mir jeden Baum und jeden Busch und jedes Haus an und denke, wie wird es sein, wenn das alles weg ist. Das kann einen schon emotional sehr mitnehmen und sehr schädigen. Ich habe auch zunehmend wieder Albträume bei dem Gedanken, dass jetzt demnächst hier zur Räumung eventuell kommen wird. Und ja, schön ist das nicht. Vielleicht noch so ein paar Worte zur Umsiedlung. Es wird ja immer viel in den Medien irgendwelcher Blödsinn geschrieben, von wegen, die Leute sollen sich doch nicht so anstellen. Die kriegen doch total viel Kohle für ihre alten Häuser und können sich jetzt da in den neuen Orten so Paläste kaufen mit Pool, Sauna und hast du nicht gesehen. Ja, da stehen natürlich tatsächlich in den neuen Orten paar schöne Häuser. Die meisten davon sind aber nicht bar bezahlt. Also es ist nicht so, dass man jetzt für so eine alte Hütte, die da 100 Jahre in Immerath gestanden hat, auf einmal so viel Geld bekommt, dass man sich im neuen Ort davon ein neues Haus bauen kann. Das heißt, Menschen müssen nachfinanzieren, die müssen zur Bank gehen, müssen Kredit aufnehmen. Das tun sie auch im Wettstreit mit ihren Nachbarn. Und da wird ein Wettstreit ausgeführt, wer hat das schönste Haus, das größte, tollste und wer hat am besten mit RWE verhandelt. Das ist wirklich wichtig unter vielen Menschen in den neuen Orten. Und da wird auch nicht drüber gesprochen, wie viel man denn dazu nachfinanzieren musste. Aber das haben sie fast alle getan. Es sei denn, man hatte vorher vielleicht ein riesiges Gehöft und hat dann vielleicht sich massiv verkleinert und hat dann ein Einfamilienhaus gebaut. Dann muss man vielleicht keinen Kredit aufnehmen. Aber ansonsten sind viele Menschen in den neuen Orten mehr oder weniger jetzt neu verschuldet. Und die ersten Häuser werden auch schon wieder verkauft beziehungsweise auch versteigert, weil sich Menschen auch übernehmen mit diesen Dingen. Die haben 100 Jahre in mehreren Generationen an ihrem alten Standort gewohnt. Die kennen sich mit Immobilienkauf und Verkauf
teilweise auch nicht so aus und die haben sich einfach übernommen, so viele. Und ja, das ist halt, ne? Dazu kommt, was viele Menschen auch nicht wissen, RWE, früher hieß es ja Rhein-Braun, hat ja von 1985 bis 95 zum Beispiel in Immerath kein einziges Haus gekauft, weil da politisch eben nicht klar war, wird das Dorf jetzt abgebaggert oder nicht. So, das heißt, 10 Jahre bist du unsicher, in Unsicherheit, was passiert denn jetzt hier? Musst du gehen oder kannst du bleiben? Es geht die Heizung kaputt, kaufst du dann eine neue oder frierst du? So, investierst du noch was in dein Haus oder lässt es vergammeln? Ne? Und die Grundsteinlegung für Neu-Immerath war 2006. Das heißt, vor 2006 mussten die Menschen ja auch noch in den alten Häusern wohnen. Die konnten ja dann erst anfangen umzuziehen. Was machst du denn? Das sind 20 Jahre. Was machst du denn mit deinem Haus in der Zeit? Ne? Was machst du denn, wenn deine Angehörigen sterben? In Neu-Immerath gab es noch keinen Friedhof. Also wurden die Menschen den ganzen 20 Jahren wurden die natürlich noch beigesetzt auf dem Friedhof in Alt-Immerath. Dass sie jetzt da nicht bleiben können, ist selbstverständlich. Also müssen die umgebettet werden, die Menschen. Und du weißt das. Du weißt das, du weißt das. Deine Oma stirbt, deine Mutter stirbt, deine Verwandten sterben und du weißt, da wo du die jetzt beerdigst, da können die nicht liegen bleiben. Die müssen da irgendwann wieder raus. Das sind alles Dinge, wo dieser Konzern Menschen dazu zwingt, sich mit Sachen zu beschäftigen, wo sich kein normaler Mensch jemals mit beschäftigen muss. Und das ist ja nur ein kleiner Teil von vielen. Das Schlimmste ist eigentlich die Spaltung, die von diesem Konzern ausgeht, diese Spaltung, die sich zieht durch die Nachbarschaften, durch die Vereine, durch die Freundschaften, durch die Familien, weil jeder irgendwann an den Punkt kommt und dann doch unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist das, was mich am meisten bedrückt und was ich in 40 Jahren Kampf gegen RWE am schlimmsten finde, sind die Spaltungen zwischen den Menschen, auch zwischen den Menschen, die sich wehren gegen den Konzern. Irgendwann streiten die sich alle und ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr alle hier seid, dass ihr uns unterstützt und bitte streitet euch nicht. Danke.